Ich google das, Mann. Und dann sage ich das euch im nächsten Part, was ein Rootboy ist. Rootboy oder keine Ahnung. Lass uns russische Wichser jetzt schnappen, yo. Gut, du hast eine Pappgun, ich habe eine Pappgun. Gut, Rootboy. Batman, Entschuldigung. Aus dem Weg, Polizisten, im Marsch. Im Marsch, nicht am Arsch. Oh, falsch. Ups, da, verdammt. Ah, verdammt, genau. So, jetzt haben wir es. Moment, gleich. So, ja, jetzt. Scheiß! Nick würde jetzt sagen, schweinisches Verhalten. Ey, was ist heute los? Kann ich heute nicht fahren? Ey, das geht doch nicht. Gut, dann machen wir die mal platt. So. Verdammt. Der trifft mich gut. Ich brauche ein paar Granaten. I touch a grenade for ya. Der eine will abhauen. Komm aus! Komm her! Jetzt haben wir dich, Baby! Dem Russian Boy caused me no more botheration, Road Boy. Respect you. Don't worry about it, man. Yo, Road Boy, I catch your own hunting, man. One love, Rasta. Yeah, one love, baby. One love for us, the baby. Entschuldigung. So, fliegen wir mal zu Francis. Wir fliegen. Sie fliegen nach Francis. Zu den Polizisten. Wir müssen Missionen von den Polizisten machen. Sie. Ups. Ups, das ist ja hier keine Straße, sondern... Ups. Ihr habt nichts gesehen. Okay. Ach, warum rufen alle Unbekannten? So, wir machen jetzt eine Mission bei, also wir haben jetzt Missionen, ne? Einmal bei Playboy, das ist das X, ne? Und dann bei Francis, Polizist. Und dann bei Pecky, Gangster. Und ratet mal, die beiden sind verwandt. Und ich fahre genau gerade den falschen Weg. Boah. So muss das gehen. Oh! Mein Handy ist leer. Aus dem Weg, Ruster. Man. Wir können jetzt mal hier was ansprechen, ne? Two and a half man. Wie findet ihr das mit Aston Kutcher?
Findet ihr das jetzt irgendwie scheiße geworden? Oder wollt ihr wieder Charlie haben? Oder ist es genauso gut? Ich muss ganz sagen, ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Charlie Sheen. Ich hasse diesen Kerl. Ich kann diesen Kerl einfach nicht... Ich kann ihn einfach nicht leiden. Ich mag den nicht. Der ist mir nicht sympathisch. Und selber schuld, wenn er zu viel Alkohol trinkt, dann... Ja... Ja, musst du doch eigentlich wissen, dass... Ja, keine Ahnung, wieso, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber das, er ist selber schuld, dass du in der Half-Man ihn rausgeschmissen haben. Und es verändert sich auch eigentlich jetzt nichts. Ashton Kutcher ist genauso wie, ich glaube sogar noch ein besserer Schauspieler als Charlie Sheen. Und ich guck das jetzt mit, richtig, ich guck das jetzt. Ist jetzt meine Lieblingssendung geworden. Charlie Sheen, ich habe eine Folge mal davon gesehen, aber mehr auch nicht. Mehr hatte ich auch keinen Bock mehr. Ich kann den einfach nicht ausstehen. Aber da jetzt Ashton dabei ist, werde ich es regelmäßig gucken. Ich würde mich interessieren, wie findet ihr besser, Charlie Sheen oder Ashton Kutcher? Weil, weißt du, jeder hat einen Hassschauspieler. Mein Hassschauspieler ist natürlich Charlie Sheen. Ich kann den irgendwie nicht leiden, ich weiß auch nicht. Es ist genau das gleiche, dass ich auch Eurovision hasse. Nee, keine, also einmal davon eine Folge gesehen. Nein, ich weiß halt hundertprozentig, dass es scheiße ist. Ja, guckst du doch mal an, da kannst du es beurteilen. Nee, ich weiß schon, dass es scheiße ist. Das ist genauso wie mit Tron Legacy. Story kacke, aber Animation ist ja so geil. Deswegen guckt er das ja nicht, wegen der geilen Animation. Aber nicht wegen der Story. Geile Animation. Sorry, aber scheiße. Ich will einen Film, was geile Story hat. Und nicht mit diesen scheiß Animationen, kack. Mann, das regt mich gerade hier so extrem auf. Das ist doch nicht, das ist doch meine Sache, was ich scheiße finde. Und was nicht, das ist doch nix Sache. Er findet auch viele Sachen scheiße. Und er sagt immer, ich finde alle scheiße. Jeden auf dieser Welt finde ich scheiße. Weil ich Broken Side nicht mag. Weil ich Skrillex nicht mag. Weil ich nicht Dubstep mag. Ja, wir haben halt einen anderen Musikgeschmack. Nicht jeder muss die gleiche Musik hören. Diese scheiße Dubstep und Skrillex, bah. Kann ich auf Tod nicht ausstehen. Von dieser Musik kriegt man ja Krebs, ganz ehrlich. Wenn ich das höre, dann tun meine Ohren weh. Ich wollte schon Augen sagen. Mann. White Shoe Firm thinks he's a crusader. Some morality cunt who takes photos of guys in the shower at the gym and then jacks off on his wife's face. Hey! Guy's name is Tom Goldberg. Thinks he's got something on me. Gonna go to the DA with it. Use it to get into Congress. Okay. Yeah. So, it's him or me. And it might as well be him, right? But he's hard to get to. Guy's got a bodyguard, limo, everything. You're gonna need to get one-on-one with him. Not in the showers. Wow, unter der Dusche gefällt's mir. Da stehe ich, Mann, unter der Dusche, geil. Sure. It'll be easy. You're an immigrant. They're almost legally bound to interview you. But ich hab doch einen Anzug. You're a good man, Nico Bellic. A good man. Coming from you, that means a lot. It does. Ey, dieser Typ hat so welche Probleme. Das weiß keiner. Ich habe ja einen Anzug an, das, also pff, mir gefällt der Anzug jetzt auch irgendwie. Nick ist ja, kann ich jetzt aber auch hier ganz ehrlich sagen, ein Anzugfetischist. Er liebt einfach Anzüge. Er hat mir gesagt, wenn er groß ist, also sein eigenes Geld verdient, kauft er sich 100 Armani-Anzüge und läuft dann nur damit nur rum.
So wie Barney Stinson. Zeichen oder keine Ahnung, ich kenne ihn nicht, ich guck das auch nicht gerne. Ihr könnt auch mal Themen vorschlagen, was ich ansprechen soll. Ihr könnt alles, ihr könnt mir eigentlich alles fragen. Ich bin nicht so zimperlich wie andere. Oh, sag ich jetzt nicht. Wenn ihr sein muss, verrate ich auch meine Penislänge. Das ist jetzt auch kein Problem. Ich schäme mich nicht dafür. Sehr geehrter Herr, Frau, Familie, hallo, möge der Segen des allmächtigen Herrn mit Ihnen sein. Wahrscheinlich fragen Sie sich, wer ist es, der Ihnen diese Schreiben schickt? Entspannen Sie sich und seien Sie gesegnet. Es ist ein Freund von Points, Click, Schick, a Bitch, komm, ich bin bei... Oh mein Gott, so ein Kacke. Da. Hallo, Belik Nico, wir brauchen einen Anbieter, der... liefern kann. Biete 5000 für die Vermittlung eines Anbieters, der zufällig liefern kann. Kontaktdaten des Anbieters benötigen. Ja, geht 5000 PS. Bla 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 bla. Ja. Nico, scheiße. Michelle hat für jemanden gearbeitet. Fuck, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nico, danke, dass du es getan hast. Hab gedacht, dass es dir nichts macht, einen Kerl zu daten. Mein lieber Sohn, danke für deine E-Mail. Da! So, Karriere, ne? So, Lebenslauf senden. Lebenslauf von Nico Belik, Karriereziel, in meinem Beruf an die Spitze in Liberty City aussteigen. Erfahrung, Belik und Belik, Rechtsanwälte, Partner, Erfahrung im Strafrecht, besonders mit Totschlag, Mord, Drogenhandel, Erpressung, Organisation, Verbrechen und schweren Autodiebstahl. Verfahren gegen korrupte Personen anschließend, leitende Angestellte und Firmenvorstände angestrengt und erfolgreich abgeschlossen. Hm, ja. Klingt eigentlich gut. Also, ich muss abschicken. So. Sportliche Fähigkeiten, Schießen, Boxen, Laufen, Schwimmen und professionellen Niveau. Oh. Das heißt, ich muss warten, ne? Ey, ich muss warten. Da machen wir mal eine Ruf Francis, dann machen wir schnell eine Mission, ne?